herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A Story About My Uncle. Wir sind hier jetzt bei diesem fetten Schneidezahnvieh. Wir dürfen uns nicht bewegen, wenn es sein Auge offen hat. Es hat genau dann sein Auge aufgemacht. Oh mein Gott, Alter. Leg dich hin, Bro. Leg dich hin. So ist gut. Okay, Speicherpunkt. Oh. Aber wenn es so wackelt, dürfen wir uns nicht bewegen. Dann passiert es bald. Oh, das war aber close. Uff, uff, uff. Ich will von dem Ding nicht gefressen werden. Echt nicht. Alter. Gut, und weiter. So. Oh mein Gott. Ich dachte, jetzt schlägt es zu. Uff, uff, uff. Jetzt bin ich wieder hier. Och Mann, das ist auch stressig hier. Okay, jetzt wieder nicht bewegen. Ich bewege mich einfach. Was bin ich denn für eine? Okay, und zack. Weiter geht's hier. So. 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 Dann sind wir wieder an der Stelle. Jetzt warten wir wieder. Alter, die Zähne sehen echt schon ganz gut aus, dass die draußen sind, Alter. Nice. Okay, hier unten muss ich hin. Gut, gut, gut. Vielleicht muss ich da so hoch. Okay. Warten wir nochmal. Jetzt gucken wir direkt an jetzt. Moin Meister. Uff, uff, uff. Das komische Seeschlangen-Zack-Ding, Alter. Ich glaube, hier bin ich safe, oder? We did it. You're awesome. I knew you had it in you. That was close. We had made it through, and I felt like nothing could stand in our way of finding Fred. Achso, das war's hier, okay. Uff, uff, uff. Oh, another one. This one says, welcome home. Welcome home. Ja, das ist doch nice. Sieht voll krass aus, Alter. Wow! This is it! This is where the Strays built their village! And what a beautiful place they chose! Krass. Just look at the sky! It is so big! Oh, geschafft. It was a relief to finally feel the sun on my face and a gentle breeze in my hair. After all these caves, just breathing fresh air again was enough to clear my mind of any doubts I might have had about this strange journey so far. Was leckt denn das hier jetzt? Uff. Schaffe ich aber. Speicherpunkt. Das ist aber entspannt hier.
Uff, Alter, hier komme ich aber gut durch, ey. Das war, das ist, ne? Not that bad. Speicher? Nee, schade. Oh man, Alter, clean. Clean bin ich. Oh, oh, doch nicht. Scheiße. Ich sag's noch und dann in dem Moment. Shit. So, zack. Und reingeschissen. Hey, wie soll ich das denn? Muss ich den dritten überhaupt nehmen? Ich glaube nicht, oder? Oh man. Jetzt aber. Und dann. Aber so geht's, ja. Ja, so geht's. Ich muss den dritten gar nicht nehmen. Ich weiß gar nicht, was soll denn der Scheiß dann? Oh Mann. Egal. Ja, komme. So, geht doch. Rette mich noch. Oh, nice, ich bin so clean. Zack. Along my journey, I had seen many pieces of floating rock, but here, nice. They were much bigger. Some were big enough to fit whole villages. How was this possible? Maybe it had to do with the crystals that seemed to be everywhere. So, zack. Flup. Flup. Und flup. Komm. Bruder. Uff. Zack. Oh, wow. Nein. Ach, Mann. Zack. Ach, hier muss ich durch. Ich bin einfach rübergegangen. Ah, hier so ein Speicherding, okay. Nice. If the legends were true, the stray civilization was younger than the village. Yet, they were making great progress. They invented crystal-powered machines, produced their own fabrics, and built houses out of bricks and stone. It was like a civilization was forming before my eyes. Go, komm. Nein, ich hätte länger dranbleiben müssen. So ein Scheiß. Okay, jetzt aber. Wupp. Und wupp. Und. Und. Zack.
Bitte seid ihr. Ja. Oh Mann, man muss auch mal Glück im Leben haben, ne? Uff. So, jetzt schaffe ich das. Okay, ich hab's. Ja, das sieht gut aus. Boah, Alter, ey. Close Sache, ganz mega close. Gibt's hier was? Nee. Zagala. Und wieder gespeichert. So sieht's hier nämlich aus. How come they didn't use crystals in the village like that? Didn't they have any? They did have a few, but never used them. The villagers thought the crystals were sacred, that they were the source of life and shouldn't be fiddled with. Wait, didn't Fred use them? For his power cores, yes. I guess he was an exception. The strays, on the other hand, they mined crystals and used them for all sorts of machinery and decorations. They praised them too, just in another way. Okay, das ist interessant. Hat Fred dich hier geklaut oder sowas? Und ist deswegen abgehauen vielleicht? Ach Mann, ey. Böser Fred. Hey, let's play a game. I bet that you can't get through this part without using the grapple device. Dieser hier. Uff. Okay. Challenge accepted. Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part von A Story About My Uncle. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert, teilt. Wie auch immer, ne? Schreibt einen Kommentar. Macht was ihr wollt. Tschüss.